Grüß Gott zu einer weiteren Folge von History, dem großen Geschichte-Magazin auf Express TV, auf Express.at. In dieser Folge dreht sich alles um eine dramatische Expedition des Habsburger Reiches nach Mexiko. Es war wirklich eine spannende Expedition, ein waghalsiges Abenteuer, das hier Maximilian, der jüngere Bruder von Franz Josef, hier riskiert hat. Man wollte hier, und kaum jemand weiß das noch, hier ein zweites großes Reich mit Österreich vereinen. 3 Jahre hat das funktioniert. Funktioniert eigentlich nicht. Es war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Und wie sie schon im Intro gesehen hat, ging es da um sehr viele Schlachten, um französische Soldaten, die für Maximilian sterben mussten, damit er hier zumindest 3 Jahre als Kaiser regieren konnte. Dazu kam noch ein Freikorps aus Österreich, ein Freikorps aus Belgien. All das hat nichts genutzt, um hier Maximilian an der Macht zu halten, und es endete besonders tragisch. Dazu interviewe ich Christian M. Ordner, den Direktor des Heeresgeschichtlichen Museums in Wien, und er gibt uns die größte Expertise zu diesem Thema, und schauen wir gleich ein. History, das große Geschichte-Magazin von Express TV, Express.at, ist heute wieder einmal im Heeresgeschichtlichen Museum. Und herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, Herr Direktor Ordner. Danke, dass wir bei Ihnen sein dürfen. Und wir rollen ja heute eines der spektakulärsten Abenteuer der Monarchie auf. Die Tragödie um Kaiser Maximilian von Mexiko. Viele Legenden gibt es darum. Wie hat das eigentlich alles begonnen? Wie kam Maximilian überhaupt in die Situation, nach Mexiko zu gehen? In der Historiografie wird die Regentschaft von Kaiser Maximilian von Mexiko oftmals auch als das mexikanische Abenteuer oder die große Illusion, der große Traum bezeichnet. Interessant ist, man würde gar nicht erwarten, dass ein Habsburger Mitte der 1860er Jahre dann nach Mexiko geht und dort Kaiser wird. Und man muss das Ganze eigentlich in einen politischen Kontext setzen. In Europa der damaligen Zeit läuft es natürlich ganz klar auf ein Spannungsverhältnis mit dem Kaisertum Österreich. Wir haben Frankreich unter Napoleon III., wir haben Preußen. Und es ist wiederum Napoleon III., der eigentlich als Enfant terrible in Europa gilt. Und er möchte seinen Machtbereich ein bisschen ausdehnen. Und nachdem im kolonialen Bereich die Franzosen in Afrika schon ein wenig saturiert waren, blickt man Richtung Westen, und zwar nach Mexiko. Mexiko ist bis 1821 eine spanische Kolonie, wird dann unabhängig, aber dieses Mexiko ist sehr, sehr instabil, und da glaubt Napoleon III., das könnte eine Möglichkeit sein, dort Einfluss zu gewinnen. Und da geht es natürlich nicht nur um Politik und Militär, sondern es geht auch ums Geld, weil Mexiko hat ganz große Silbervorkommen. Wir erleben da ein Mexiko, man muss sich das jetzt vorstellen, das ist ja 23 Mal so groß wie das jetzige Österreich, also ein riesiges Land. Und da kommt jetzt ein Habsburger irgendwie zum Zug, weil die meisten anderen ja doch ihre Bedenken haben, in ein derart unruhiges und unbefriedetes Land mit verschiedenen Parteien und mit Grabenkämpfen hier als Regent aufzutreten. Wie kam das dann, dass dann doch Maximilian das angeboten worden ist? Napoleon III. Sagt, als er sich dann wirklich Gedanken gemacht hat über dieses riesige Mexiko mit unterschiedlichen Völkerschaften, die zerstritten sind, es gibt Parteien, dass er sagt, ich brauche eine Armee.
ich brauche viel Geld und ich bräuchte am besten einen kaiserlichen Prinzen, der das Ganze regiert. Und wir dürfen nicht vergessen, unmittelbar nach der Unabhängigkeit von Spanien ist Mexiko für ganz kurze Zeit ja bereits ein Kaiserreich und dieser Kaiser, ein Indigener, wird gestürzt. Und alleine von 1823, also Beginn der Republik der Mexikanischen, bis 1864 haben wir mehr als 50 Regierungen. Das ist nicht wirklich stabil. Meistens sind es Militärputsche, also eine Gruppe putscht die andere weg. Und das macht schon klar und deutlich, dieses Mexiko ist wirklich nicht leicht zu verwalten, weil es auch die entsprechenden Strukturen nicht gibt. Und dann haben wir ja auch in Europa die Situation, dass wir eigentlich einen Regenten haben, der gerade eigentlich das Land verloren hat, über das er regieren sollte, nämlich die Lombardei. Ja, Erzherzog Ferdinand Maximilian ist der jüngere Bruder von Kaiser Franz Josef, der seit 1848 regiert. Und die beiden Brüder könnten eigentlich gar nicht unterschiedlicher sein. Franz Josef gilt als besonders konservativ, besonders strukturiert, sehr militärinteressiert. Und jetzt haben wir Ferdinand Max, der schreibt, also das Exerzieren als Kind, das war immer ein Gräuel. Er liest gerne, er reist gerne, er lernt Sprachen, kann mit Geld nicht umgehen, das ist eine kleine Nebensächlichkeit, der Bruder muss ihn immer wieder auslösen. Aber dieser Ferdinand Max ist Statthalter des Königreichs Lombardo-Venetien, das damals noch österreichisch ist, aber mit dem verlorenen Krieg von 1859 verliert er im Prinzip seine Funktion. Er kriegt dann ein schönes Schlösschen, Miramar bei Triest, aber er sitzt dort so ein bisschen vergessen. Und er hat auch ein wenig Angst, dass er in der Geschichte der Bedeutungslosigkeit versinken würde. Und deswegen, als man jetzt nach und nach beginnt, in Europa einen Prinzen oder einen Regenten für Mexiko zu suchen, wird er wohl nicht ganz unabgeneigt gewesen sein. Und dann kommt eben das Angebot aus Mexiko von den Konservativen, die ja sich da einiges erhofft haben von dem neuen Kaiser. Und Kaiser Franz Josef war am Anfang ja gar nicht so begeistert. Nein, für Franz Josef ist natürlich diese Expedition oder dieses Abenteuer sehr weit weg, ohne wirkliche Hausmacht, ein Risikofaktor. Franz Josef hat ja in Europa gerade andere Probleme. Es geht um die deutsche Frage, es geht um die oberitalienische Frage. Und er hat natürlich ein bisschen Angst, da in ein Problemfeld hineingezogen zu werden. Und da hat er durchaus recht. Auf der anderen Seite gilt sein jüngerer Bruder als beliebter als er selber. Er ist charmant, er wird bei Hofe gerne gesehen. Die Medien schreiben auch sehr positiv über ihn, weil er einfach ein angenehmer Mensch gewesen ist, ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Er ist bei Wissenschaft und Kultur beliebt und wie gesagt, der Ruf ist ein ausgezeichneter. Und es gibt durchaus eine These, dass dann letztlich Franz Josef diesen beliebteren Bruder gerne in einer größeren Distanz von Wien sehen wollte. Und dementsprechend gibt er letztlich seinen Widerstand auf und sagt, also wenn der Ruf kommen sollte an Ferdinand Max, dann würde er keine Probleme oder keine Schwierigkeiten darin sehen. Er sagt aber, und das ist eine Empfehlung, die sehr gescheit gewesen ist, das mexikanische Volk muss diesen Ferdinand Max als Kaiser annehmen bzw. anfragen. Und dann kam auch eine mexikanische Delegation nach Europa und hat das ja auch mitgebracht. Allerdings hat man nicht gewusst, dass das ein bisschen Fake News waren, die da mit im Gepäck waren. Ja, das Interessante ist, es kommt eine mexikanische konservativ-klerikale Delegation und man redet auf den Ferdinand Max ein und sagt, ja, das Volk erwartet ihn und würde ihn mit all den Honneurs begrüßen. Und letztlich hat vielleicht auch noch ein bisschen die Frau von Ferdinand Max, nämlich Charlotte, eine Rolle gespielt, die sich auch geschmeichelt gefühlt hat, auch Kaiserin zu werden. Und man hat dann nachgegeben. Und dass das Ganze eine Riesenintrige war, dass da nichts gestimmt hat, das ist dem Ferdinand Max vollkommen verborgen geblieben. Er hat aber auch nicht wirklich nachgefragt. Das böse Erwachen ist ja dann gekommen, wie Maximilian und seine Gattin dann in Mexiko angekommen sind. Das muss ja eine Katastrophe gewesen sein. Das war sicher ein Schock. Die Reise wird genutzt, man liest sich ein. Man kann wirklich sagen, dass Ferdinand Max sich vorbereitet hat. Er bereitet sich auch vor hinsichtlich seines Namens. Er sagt, ich möchte nicht Kaiser Ferdinand sein, weil das ist ein eher spanischer Name und die Mexikaner würden das vielleicht als negativ sehen. Wiederum eine Anknüpfung an die spanische Kolonialmacht. Er entscheidet sich als Kaiser Maximilian dann in diesem
kurze Geschichte einzugehen. Und man kommt im Hafen an, erwartet sich jetzt eine große Ansammlung mit Honoratioren, mit dem Volk, und da ist gar nichts. Das Zweite ist, dass der Standard in Mexico City auch nicht besonders gut war. Seine Residenz ist teilweise so katastrophal verkommen, dass man gar nicht mit dem Bett schlafen möchte, weil da so viele Wanzen drin sind. Man schlaft auf einem Bildertisch. Also das ist alles nicht so, wie er sich vorgestellt hat. Herr Direktor, da sind ja ausgezeichnete Ausstellungsstücke hier im Heeresgeschichtlichen Museum. Ein Schatz, den man aus dieser Zeit des Abenteuers von Kaiser Maximilian in Mexiko gerettet hat. Vielleicht können Sie uns ein bisschen erklären, was wir hier alles sehen in dieser tollen Vitrine. Das Interessante ist natürlich, dass sich der kaiserliche Hof in Mexiko nicht vor Ort mit den entsprechenden Gütern eindecken konnte, sondern man hat das in Europa bestellt. Und ganz interessant, Mexiko hatte keine eigenen Gardeformationen, und Maximilian wollte natürlich eine eigene Garde. Und Vorbild war die erste adelige Asernleibgarde in Wien. Und er bestellt dann in Wien entsprechende Helme, die sehr stark angelehnt sind an die österreichischen Helme, jedoch mit der Veränderung. Es ist der Adler mit der Schlange, das Nationalsymbol Mexikos, das übrigens Maximilian von den Azteken übernommen hat, auf dem Helm draufgesetzt worden. Problematisch war, die Helme sind produziert worden, wurden aber dann aufgrund der kurzen Dauer dieses Abenteuers nicht mehr benötigt und sind deshalb erhalten geblieben. Ähnliches gilt für einige der Kopfbedeckungen bzw. einige der Säbel. Auch interessant, wir besitzen zwei Originalkopfbedeckungen von Kaiser Maximilian, einen Sombrero bzw. einen Zylinder. Wie die genau wiederum nach Wien gekommen sind, wissen wir nicht. Wir gehen davon aus, dass es Angehörige des Freiwilligenkorps mitgenommen haben. Und das sind natürlich ganz besondere Objekte, weil sie Geschichte geradezu atmen. Das muss ja alles extrem teuer gewesen sein, was der Maximilian für seine Armee bestellt hat. Muss er nicht innerhalb kürzester Zeit bankrott gewesen sein? Naja, die finanzielle Lage ist ja nicht wirklich günstig. Auf der anderen Seite gibt es große Silberminen in Mexiko, nur die gehören natürlich privat. Das hat schon Napoleon III. Versucht, also sich die Kontrolle über diese Silberminen zu beschaffen. Da waren die Großgrundbesitzer und das Großkapital nicht daran interessiert. Dennoch, es gibt ein bisschen was reingeht, und das ist ja auch mit ein Grund. Es geht sehr, sehr viel Geld jetzt in eine aufzubauende Hofhaltung hinein, in die Streitkräfte hinein, und das fehlt dann natürlich im Land. Und das macht ihn auch nicht wirklich beliebt. Und jetzt kommt eigentlich eine Phase, in der Maximilian Reformen beginnen will, anfangs noch extrem beseelt davon, doch noch beliebt zu sein. Das geht aber dann auch ziemlich schief. Maximilian erkennt natürlich, dass er die Kontrolle über das ganze Land gar nicht hat. Das ist sehr groß, es gibt wenig Truppen, obwohl Napoleon III. Ihm versprochen hat, dass die großen Teile der französischen Armee noch sehr lange dort bleiben, aber nach und nach sukzessive abgezogen werden. Also die Übergangsfrist sind 2, 2,5 Jahre. Und Maximilian braucht jetzt eine Armee. Was macht er? Er beginnt eine große Werbeaktion innerhalb der österreichischen Armee, wo man Soldaten und Offizieren teilweise Solderhöhungen verspricht, beziehungsweise Rangerhöhungen verspricht. Und dieses mexikanische Freikorps schafft ihm jetzt ein bisschen eine militärische Basis, rund 6.500 Mann. Dazu auch noch ein belgisches Freikorps mit mehreren hundert Mann. Er erkennt aber sofort, dass die konservative Perspektive, die ihn eigentlich ins Land geholt hat, nicht sehr gut ist, und er beginnt jetzt liberale Reformen, wodurch natürlich die Klerikalen im Land und die Konservativen im Land überhaupt nicht wirklich glücklich sind. Und er nimmt ein bisschen Ideen aus Europa mit, für die Mexiko nicht wirklich jeder aufgeschlossen ist. Das Problem ist jetzt, es gibt eine gegnerische Partei, der ehemalige Ministerpräsident Benito Juárez. Er beginnt jetzt gegen dieses Militärregime, wie er es nennt, einen Guerillakrieg. Noch dazu ist die große Frage, Maximilian ist ja kein Indigener, er kommt nicht aus Mexiko, er ist ein Fremdkörper, und die Truppen sind auch fremd. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr schwierige Situation, und eigentlich funktioniert das gleich von Anfang an nicht. Man probiert ja zuerst, die Herzen der Mexikaner noch irgendwie zu gewinnen, eben auch aufgrund dieser liberalen Reformen. Verscherzt sich da mit den Konservativen, die einen ins Land geholt hat. Und plötzlich sitzt man zwischen allen Sesseln.
Ja, das war ein ganz großes Problem. Maximilian ist am Anfang wirklich aufgeschlossen. Er interessiert sich für die indigenen Völker. Es werden die Proklamationen teilweise mehrsprachig auch gedruckt. Das war neu. Er versucht, die Situation der Tagelöhner zu verbessern. Aber er bleibt ein Fremdkörper. Und letztendlich bleiben die Reformen auch auf halbem Wege stecken. Und der Guerillakrieg, der jetzt von den Liberalen geführt wird, der ist sehr blutig. Insbesondere die Gegenmaßnahmen, die Franzosen und auch Österreicher im Freikorps mit sich bringen. Das heißt, er bringt eigentlich das Volk gegen sich auf. Auf der anderen Seite kann er die Herzen der Konservativen nicht gewinnen, weil er teilweise Agrarreformen vornimmt und die Großgrundbesitzer teilweise in ihrer Macht sehr, sehr stark einschränkt. Da gibt es ja noch ein dunkles Kapitel der Monarchie, eben diese Erklärung, dass halt die Rebellen, die sich gegen Maximilian auflehnen, hier zu vogelfrei erklärt werden. Da soll es ja dann 9000 Tote gegeben haben, die dann hingerichtet worden sind, erschossen worden sind. Hat man hier je eigentlich einmal das aufgearbeitet? Nein, es ist sehr schwierig, weil die Quellenlage natürlich entsprechend ist. Aber dieser Guerillakrieg wird beiden Seiten sehr, sehr blutig geführt. Es werden Soldaten hingerichtet. Pardon wird in der Regel nicht gegeben. Auf der anderen Seite hat natürlich Ferdinand Marx ein bisschen mitbekommen, wie ist die Revolution 1848-49 in Österreich abgelaufen. Das heißt, er nimmt da durchaus sehr, sehr konservative Elemente mit und da wird teilweise nicht viel Federlenzens gemacht. Nur die Quellenlage ist sehr, sehr schlecht, aber die Totenanzahl wird sicherlich in die Tausende gehen. Immerhin 3 Jahre geht dieses Ringen um den Verbleib hier in Mexiko, um doch noch irgendwie hier zu überleben im Endeffekt dann. Wie endet dieses Drama dann in Mexiko? Ja, das Interessante ist, dass Maximilian dann die Masse seiner Macht eigentlich auf den Gewehren seiner Truppen aufbaut. Und er erkennt, dass die ohnehin nach und nach abziehenden Franzosen und die Österreicher natürlich nicht beliebt sind. Das heißt, er versucht, eine Nationalisierung der Armee vorzunehmen und da passiert gleich das Erste. Nur rund 1000 Freiwillige treten jetzt in diese neue mexikanische Nationalarmee ein. Der Rest reist wieder nach Österreich zurück und damit ist natürlich viel an Professionalität weg. Auf der anderen Seite glaubt Ferdinand Marx, dass diese Nationalarmee ihm natürlich als Kaiser unbedingt loyal bleiben wird. Und da hat er sich massiv verschätzt. Er hat letztlich die Kontrolle über die Armee auch verloren und damit schwindet auch seine Machtbasis. Am Schluss ist der Kaiser ja mit seinen Truppen noch eingekesselt und da gibt es ja dann auch noch ein sehr unschönes Schlussspiel dann. Der Kaiser wird dann noch verraten auch. Ja, wir haben ganz deutliche Anzeichen, dass bereits 1866 er die Kontrolle über das Land nicht mehr hat. Und es gibt Hilfeansuchen in Europa, bei den Franzosen, bei den Österreichern, aber alle winken ab und sagen, dieses Abenteuer, das ist viel zu gefährlich und die Kosten sind ein Fass ohne Boden. Das heißt, muss ich nur kurz unterbrechen, da hat ja die Gattin des Kaisers ja auch noch eine große Rolle gespielt, die ist ja auch nach Europa gereist. Ja, er entsendet seine Gattin, um jetzt Hilfe zu erwirken. Er braucht Truppen, er braucht Geld. Und bei den Höfen wird sie zwar sehr ehrenvoll empfangen, aber es gibt immer ein sehr höfliches Nein. Es ist einfach zu kostspielig, das mexikanische Abenteuer. Alle haben mitbekommen, das läuft nicht gut. Und er bekommt ja auch den Rat. Maximilian bekommt den Rat von mehreren Seiten. Reise ab aus Mexiko, du kannst das nicht überleben. Und da spielt jetzt wiederum ein bisschen das dynastische Verstehen eine Rolle. Er ist ja ein Kaiser und seine Mutter sagt, ein Kaiser verlässt sein Land nicht. Und trotz der Warnungen verbleibt er. Und das Ende ist ja eigentlich ein besonders tragisches. Warum? Er verschanzt sich mit seinen letzten Getreuen in Querétaro und versucht hier zu verteidigen. Es wird ihm sogar die Möglichkeit gegeben, diese Festung zu verlassen. Er bleibt aber und dann fällt diese Festung eigentlich durch Verrat eines eigenen Offiziers, der öffnet die Tore und Maximilian wird dann gefangen genommen und wir wissen es, sehr tragisch, von einem Kriegsgericht zum Tode verurteilt und mit 2 anderen Generälen hingerichtet. Da gibt es ja auch einige Legenden zu dieser dramatischen Hinrichtungsszene. Maximilian hat ja den Soldaten des Exekutionskommandos ja noch Goldmünzen gegeben.
Das klingt geradezu bizarr, aber das ist sein dynastisches Verständnis. Er teilt den Soldaten auch mit, er nimmt das nicht persönlich, die ihn erschießen sollen. Er gibt jedem auch noch Geld und sagt, bitte zielt genau auf das Herz, bitte nicht in den Kopf, weil er möchte natürlich für seine Verwandten dann auch noch aufgebahrt werden können und ordentlich begraben und bestattet werden können. Also das ist schon eine ganz ungewöhnliche Situation, die wir haben. Und dann gibt es noch ein unrühmliches Nachspiel zu diesem Abenteuer in Mexiko. Degetthoff, der berühmte Admiral, ist ja dann nach Mexiko befohlen worden, um den toten Maximilian zurück nach Österreich zu holen. Wie hat sich das Ganze abgespielt? Das war eigentlich ein sehr unrühmliches Ende. Maximilian ist tot, er wird einbalsamiert. Nur macht man das dermaßen schlecht, dass Maximilian zu verwesen beginnt. Die klimatischen Verhältnisse in Mexiko kann sich jeder vorstellen. Und man entsendet dann Admiral Degetthoff, den Sieger von Lissa, ein besonderer Vertrauter auch von Ferdinand Maximilian, jetzt nach Mexiko, um diesen Leichnam zu holen. Und er muss diesen Leichnam in der Tat kaufen. Also das ist eine sehr, sehr unrühmliche Situation. Und als man dann den Sarg übernimmt auf die Fregatte Novara, hat man den ersten Schock, weil der Leichnam schon stark verwest ist. Man versucht jetzt an Bord noch irgendwelche Balsamierungstechniken anzuwenden. Und als der Sarg dann in Wien ankommt, sagt die Mutter Sophie von Bayern, das ist nicht mein Sohn, ich erkenne ihn nicht wieder. Also sehr dramatisch dann auch die Ankunft in Wien. Maximilian ist ja dann in der Kapuzinergruft bestattet worden. Seine Gattin, die hat das natürlich sehr mitgenommen. Also Charlotte hat es überlebt, sie konnte aus Mexiko abreisen, musste aber sehr, sehr viel von ihrem Gepäck dort lassen, hat nur wenig mitnehmen dürfen und bei ihr ist etwas passiert, sie ist mit dem Schock nicht fertig geworden und sie wurde dann in weiterer Folge als irrsinnig bezeichnet, also muss wirklich durchgedreht haben, lebt aber noch sehr lange und hat so ein Schattendasein, weil sie mit dieser Situation nicht fertig geworden ist, lebt sehr lange und hat diese Situation eigentlich nie verkraftet. Die Gattin ist ja dann erst 1926 dann in Belgien dann verstorben, also ist auch sehr lange, also den, ihren Kaiser überlebt. Was können wir da mitnehmen von diesem Abenteuer? Ist das dieser dynastische, imperialistische Wahnsinn gewesen, dass man sich da in dieses Abenteuer gestürzt hat? Oder muss man das im Zusammenhang mit der damaligen Zeit auch sehen, in der ja alle Großmächte ihre Kolonien ausbauten und auch Österreich seinen Anteil haben wollte? Ja, rückblickend weiß man natürlich immer alles besser. Es wäre für Ferdinand Max sicherlich geschickter gewesen, die Krone abzulehnen oder nicht anzunehmen. Man kann ihm ein bisschen den Vorwurf machen, dass er zu naiv in dieses Abenteuer eingetreten ist. Er wurde manipuliert, aber er hat sich auch manipulieren lassen. Also das gefälschte Plebiszit, das nie existiert hat, da hätte er, wenn er genau nachgefragt hätte, das vielleicht aufdecken können. Das Zweite ist natürlich, wir haben eine Situation in Europa, wo es um die große Politik geht und wir haben einen Kaiser, Franz Josef, der durchaus seine Position festigen möchte. Das Dritte ist, dass Mexiko eigentlich kein richtiger Staat gewesen ist. Heute würde man sagen ein Failed State. Er kann nicht richtig verwaltet werden. Im Prinzip gerade Mexiko Stadt, das ist das Entscheidende. Aber was am Land passiert, das kann man nicht kontrollieren. Und letztendlich ist der Versuch Ferdinand Max jetzt mit einer neuen Verfassung, mit neuen modernen europäischen Ideen hier zu realisieren, vielleicht die zweite große Naivität gewesen. Und als das scheitert, beginnt er jetzt klassische absolutistische Züge anzunehmen. Aufstände werden blutig niedergeschlagen, es gibt Geiselerschießungen. All das, was man natürlich nicht machen sollte, wenn man im Volk beliebt sein will. Und eigentlich hat er da durchaus selber auch Verantwortung zu übernehmen. Die Tragödie dann von 1867, die Erschießung, das hat er sicherlich nicht verdient. Aber auch hier ist er ein wenig naiv gewesen, weil er gemeint hat, man könnte doch keinen Kaiser erschießen, das wird nicht passieren. Wie hat eigentlich die veröffentlichte Meinung, das interessiert mich als Medienmenschen natürlich besonders, in Wien und im Habsburgerreich reagiert? Hat man das damals natürlich wesentlich besser unter Kontrolle gehabt als wie jetzt? Würde man da jetzt Facebook-Einträge en masse bekommen zu dem Aufstand in Mexiko? Aber damals, was haben die Österreicher davon mitbekommen?
Eigentlich gar nicht einmal so viel. Es ist sehr weit weg. Natürlich, es wird ein Bruder des Kaisers umgebracht. Das ist natürlich schon reflektiert worden, aber natürlich kontrolliert. Es hat keiner darüber gesprochen, über die Wirkung oder die Funktion, sondern das Entscheidende ist, es ist hier jemand standrechtlich erschossen worden, was nicht passieren darf. Aber diese Empörung verebbt sehr, sehr schnell. Franz Josef selber war persönlich getroffen, aber vor allem enttäuscht über Napoleon III., weil er sagt, der hat meinen Bruder im Stich gelassen, und das sollte ja dann interessanterweise einige Jahre später eine ganz entscheidende Rolle spielen, 1870, 71 im Französisch-Deutschen Krieg, wo Napoleon ja mit Österreich durchaus verhandelt und sagt, ich brauche Unterstützung, und da ist Franz Josef persönlich sehr, sehr reserviert und sagt, ich habe kein Vertrauen. Also das spielt schon eine Rolle. Interessant ist, dass ja natürlich die ehemaligen Angehörigen des österreichischen Freikorps jetzt wieder in die österreichische Armee teilweise zurückeintreten. Da gibt es sehr, sehr viel böses Blut, weil man ihnen die neuen Ränge in Mexiko nicht anrechnet, sondern sie werden teilweise reduziert, bekommen weniger Geld, und da gibt es schon ein großes Maß an Frustration. Und das Kurioseste ist, dass die österreichische Kavallerie rote Hosen bekommt. Und jetzt wird jeder sagen, warum rote Hosen? Die wurden noch für das mexikanische Freikorps besorgt, sind aber noch in Triest auf Lager gelegen. Und weil das Abenteuer zu schnell zu Ende war, sitzt man auf jetzt tausenden roten Hosen. Und um die dann weiter zu verwenden, hat man sie dann an die österreichische Kavallerie ausgegeben. Und sie hat dann bis 1914 rote Hosen getragen, eigentlich à la Mexiko. Zumindest hat es beim Heer keinen Mangel an roten Hosen gegeben. Sonst haben wir schon so einigen Mangel erlebt in der Geschichte der österreichischen Armee. Herzlichen Dank für die tolle Analyse, Herr Direktor. Ja, jetzt wissen Sie alles über dieses spannende Abenteuer, das derart traurig endete. Die Medien berichteten damals relativ wenig über diese seltsame und wirklich tragische Situation in Mexiko, über die Überführung der Leiche des Kaiserbruders. Aber es war doch für die Geschichte hochinteressant. Man ließ das auch dann bleiben, dass man hier weitere Abenteuer in Übersee riskiert hat. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt History, das große Geschichte-Magazin. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.